Hallo. Hallo, hallo. Zurück im Schnee. Ja, mit einem Rucksack voll Transformationen, voll Klarheit, voll Wahrheit. Es vertieft sich, setzt sich immer mehr. Ich kann es immer klarer kommunizieren. Ich finde immer bessere Worte. Und was jetzt passiert, ist durch Leinen los. Wenn du wirklich die Leinen loslässt, wenn du dir die krasse, krasse Erlaubnis gibst, dass nichts von Bedeutung ist, außer die Zukunft, die du kreierst. Wenn du dir diese krasse Erlaubnis gibst, alles neu zu machen und mit einem Schlag springst, hüpfst aus deinem alten Leben, aus deinen alten Annahmen, hallo Ute, aus deinen alten Annahmen, aus deinen alten Verstrickungen, aus deinen alten Rückschlüssen, aus deinen alten Überzeugungen, einfach rausspringst. Das ist die schnellste Art und Weise der Transformation. Es ist einfach der Turbo-Beschleuniger, wenn du einfach mal für eine Woche alles hinter dir lässt, alles Bekannte, und dann ins Unbekannte springst, und zwar mit einem riesen Hups, weil du weißt, dass im Unbekannten das ist, was du dir wünschst, weil du verstanden hast, dass wenn es im Bekannten wäre, wenn es in deinem alten Lifestyle wäre, wenn es in deinen alten Überzeugungen und Einstellungen so wäre, wie du es gerne hättest, dann wäre es ja schon da. Dann würdest du es ja schon im Außen sehen, dann würdest du es ja im Außen schon erleben. Und schon allein die Tatsache, dass du im Außen schaust und suchst und nicht findest, was du dir wünschst und was du gerne fühlen möchtest, was du gerne erfahren möchtest, bedeutet, dass da im Innern noch zu viel Altes drin ist. Zu viel alte Überzeugungen, zu viel alte Einschränkungen, zu viel alte Glaubensmuster aus der materiellen Welt, aus der Human Design Welt, wie ich sie nenne, die materielle Welt. Die materielle Welt, in die wir hineingeprägt worden sind. Die materielle Welt, wo uns die Unmöglichkeiten erzählt werden. Die materielle Welt, wo uns alle Bedingungen mitgegeben werden, um das zu erreichen, musst du erst das machen. Um das zu bekommen, musst du erst das machen. Aber wenn du einfach nur den Seinszustand wechseln kannst, ganz bedingungslos, nur allein mit einer Entscheidung, mit einer Erlaubnis, die du dir gibst, dann bist du raus. Bist du rausgesprungen aus der Human Design Welt, aus der menschlichen Beschränktheit und bist in der Energie. Bist in der nicht-materiellen Welt, bist nicht im Nicht-Manifestierten, bist im Neutralen, kannst neu anfangen. Aber wenn du halt auch deinen Körper dahin mitnimmst, weil alles ist ja eins, dann geht's halt so viel schneller. Das habe ich einfach diese Woche wieder im Yacht-Retreat gesehen. Wenn dein Körper die Leinen löst, wenn du weggehst mit einem Sprung aufs Schiff und dann eine Woche dort verbringst, und alles loslassen kannst, weil du dir das erlaubst, du hast keinen Griff mehr, du kannst nicht. Wir hatten ja sogar wenig Internet, weil wir an Stellen waren, wo es halt keine Empfang gab. Dann ist es so, du musst loslassen, du musst alles loslassen und du kannst aus diesem Gefühl, wo dein Körper dabei ist, halt so viel mehr wieder neu machen, so viel mehr einfach große Schritte tun, weil du das Alte nicht mehr mitschleppst, weil du halt tatsächlich komplett neu anfangen kannst, weil du es dir erlaubt hast. Und das habe ich gesehen, das ist so ein mehr gigantischer Effekt, als ich mir das vorgestellt habe. Das bedeutet so viel mehr, dass wenn du wirklich auf einem Schiff bist, das Land unter den Füßen verlierst, nicht rausspringen kannst, sondern ins Vertrauen gehen musst, anderen vertrauen. Das war so ein großes Learning auch für alle auf dem Boot, plötzlich wirklich für alles,
Unterstützung zu haben für alles. Die Crew, die war super hilfsbereit. Es war immer jemand da, hat dir immer was geholfen, hat dir immer, ja, war immer an deiner Seite, war dein Unterstützer. Das ist ja das, was ich in meinem Curling-Teaching sozusagen immer lehre. Auf der Welt wartet jeder drauf, dass er für dich was machen darf, dass er dein Putzer sein darf im Curling, dass er dein Cheerleader sein darf im Curling. Alle warten da drauf. Und das haben wir jetzt in dieser Woche auf dem Schiff so deutlich gespürt, wie das ist. Und die Andrea ist ja all in gegangen, die hat den Kite-Kurs gemacht, davon wird sie sicher noch erzählen. Und hat genau das erfahren, was ich immer sage. Noch eine Nummer, Next Level loslassen, ist Kitesurfen lernen. Weil sonst zieht's dich ganz schön heftig. Es zieht dich einfach mit, wenn du nicht loslässt. Ja, und das ist das Geile, wenn dein Körper das auch mal spürt. Wenn dein Körper spürt, hey, die Sicherheit, die du suchst, ist im Loslassen. Die Ruhe, der Frieden, den du suchst, ist im Loslassen. Die Begeisterung, die du suchst, ist im Loslassen. Es ist alles im Loslassen. Es ist nicht im Festhalten, weil ja alles schon da ist. Ich muss gar nichts festhalten. Und wenn ich es festhalte, dann zieht's mich weg von dem, was ich will. Wenn ich es festhalte, zieht's mich in eine Richtung, die ich nicht bestimmen kann, die einfach nur zieht. Und das ist so, so spannend, wenn der Körper das auch begreift, jede Zelle deines Körpers endlich begreift, dass das Leben aufhört, dich zu ziehen, dass das Leben aufhört, dich zu bestimmen, wenn du loslässt. Und loslassen heißt einfach alte Überzeugungen loslassen, alte Glaubenssätze loslassen. Alles, was ich gelernt habe, was mich von meinem Divine Design trennt, loszulassen und darauf zu vertrauen, dass da eine göttliche Wahrheit für mich bestimmt ist. Und diese göttliche Wahrheit führt mich halt, aber sie führt mich dorthin, wo es sich gut anfühlt, wo es sich freudig anfühlt, wo es sich glücklich anfühlt, wo ich mich sicher fühle, wo ich keine Angst haben muss. Dahin führt mich meine göttliche Wahrheit. Aber nur, wenn ich den alten Scheiß loslasse, der mich wegzieht davon, der sich schlecht anfühlt. Alle Informationen aus unserer menschlichen Realität, die sich schlecht anfühlen, die sind halt nun mal nicht wahr. Das ist einfach so. Und das darf ich halt spüren. Und wenn mein Körper das spürt, wenn er das merkt, dann unterstützt er mich. Und glaubt mir, ihr Lieben, es ist so ein gutes Gefühl, diesen alten Scheiß loszulassen, neu zu werden. Es ist jede Anstrengung wert. Es ist jede Investition in Geld, Zeit, an meine Ängste zu überwinden und es doch zu tun. Es ist alles so, so wert, weil dahinter ist dann wirklich das, was du dir wünschst. Und du kannst dir die Dinge halt nur wünschen, weil du irgendwo im Inneren die Vorstellung hast, dass es für dich bestimmt ist. Wie kannst du dir Dinge wünschen, wie kannst du Dinge wollen, die nicht für dich sind? Wie kann ich zum Beispiel wollen, keine Ahnung, dass ich Drogen nehmen muss? Wie kann ich das wollen, ja? Oder dass ich abhängig bin von irgendeinem anderen Input? Wie kann ich das wollen? Das kann ich doch nicht wollen. Also ist es auch nicht für mich bestimmt. Es ist nicht für mich bestimmt, es ist... ist mir vielleicht eingetrichtert worden. Hallo, guten Morgen, Gabi. Ist mir vielleicht eingetrichtert worden, dass für mich ein schlechtes Leben bestimmt ist, dass es für mich nichts Besseres geben kann. Das sind eben diese ganzen Human Design Rückschlüsse aus der menschlichen materiellen Welt, die man sich zusammengestellt hat. Aber das, was sich nicht gut anfühlt, ist nicht für mich bestimmt, weil mein Divine Design fühlt sich doch super an, fühlt sich doch glücklich an, fühlt sich doch so an, wie ich mich fühlen will. Das ist doch so wichtig, dass ich das anerkenne. Und dann muss ich halt auch dorthin gehen, wo es sich so anfühlt. Ich kann doch nicht bleiben.
ich kann noch nicht bleiben dort, wo ich nicht sein will. Warum sollte ich bleiben, wo ich nicht sein will? Und zwar in einem Seinszustand, in einer Überzeugung. Es geht nicht um den Ort. Der Ort ist hilfreich. Der Ort ist hilfreich. Aber letztendlich geht es um den Seinszustand. Wo bin ich gerade? Wie sehe ich die Welt gerade? Wie sehe ich meine Zukunft gerade? Wie sehe ich meine Mitmenschen gerade? Wie sehe ich die Natur gerade? Verseucht und verschmutzt? Will ich tatsächlich verseuchte und verschmutzte Natur sehen? Will ich das weiter kreieren? Will ich jemand sein, der in einem Zustand der Verseuchtheit und der Krankheit lebt? Das sind so Sachen, die Fragen muss ich mir stellen und dann muss ich wissen, wie ich es verändern kann. Und ich kann es verändern, indem ich sage, nein, ich bin. Alle haben das gehört schon von 1000 spirituellen Lehrern. Ich bin ist das stärkste Statement. Und diese Ich Bins, die wir den ganzen Tag in Kopf und Zunge mit uns mittragen, oder auch du bist, everyone is you pushed out, das ist Kreation, göttliche Kreation, weil ich bin Gott, ich bin Schöpfer. Und wenn ich sage, du bist, dann ist es Kreation. Ja? Oder ich bin arm, ich habe kein Geld, ist ja auch wie ich bin, ich habe, das ist ja deutsche Grammatik, das ist ja eigentlich egal. Ich bin, ich habe nicht. Es ist völlig egal, welche Worte du wählst. Es ist der Sinn, den du dahinter siehst, der kreiert. Es ist nicht das Wort. Es ist die Energie, die Schwingung, die Information. Schwingung ist nichts anderes wie Information. Schwingung ist nichts anderes wie informierte Energie. Und ich gebe die Information. Und wenn ich meinem Hund sage, du bist ein riesen Arschloch, aber trotzdem in meinem Herzen die große Liebe zu meinem Hund spüre, dann weiß mein Hund, dass er geliebt ist. Wenn ich aber meinem Hund sage, du, ich hab dich so lieb, ich hab dich so lieb, aber ich lehne den ab und ich will den nicht in meinem Leben haben, dann weiß mein Hund, dass ich ihn ablehne. Und ich sag's jetzt mit dem Hund, weil mit dem Menschen ist es halt genau dasselbe. Und mit dem Geld. Ja, wenn mich das nervt, dass ich kein Geld habe, um zu tun, dann bin ich genervt von Geld. Bin ich genervt von mir? Bin ich genervt von der Welt? Bin ich genervt von der Einschränkung, die ich mir auferlege? Bin ich einfach genervt und ich lehne alles rundherum ab? Ich bin ein Ablehner. Ich lehne ab, ich will das nicht. Alles, was mit dem zu tun hat, mit dem ganzen Leben. Ich will es nicht. Ich will nicht so leben. Ich will mein Leben nicht so. Und ich lehne es konkret ab. Aber ich bin die eben in dem Leben lebt, weil wenn ich in dem Leben nicht leben würde, könnte ich es ja gar nicht ablehnen. Ich muss ja da sein. Es muss ja präsent sein für mich, damit ich es ablehnen kann. Und das ist so wichtig, dass ich das erkenne. Jedes mit allem, wo ich präsent bin, alles, was ich für mich präsent mache, meine Aufmerksamkeit auf Englisch, Awareness, wo ich das drauflege, das mache ich, das kreiere ich, das ist in meiner Welt. Und Dr. Joe Dispenza sagt in seinen Meditationen immer, are you aware that you are aware? Ist dir klar, dass du jetzt gerade was wahrnimmst? Das soll das heißen. Ist dir das jetzt klar, dass du alles wahrnimmst? Ist dir klar, dass das, was du wahrnimmst, gerade von dir kreiert wird, weil es deine Wahrheit ist? Das soll das heißen. Ja, und das ist so wichtig, dass ich das mal verstehe. Und wenn ich merke, ich nehme gerade Sachen wahr, die ich nicht haben will, die mir nicht entsprechen, dann muss mir klar sein, dass ich die bin, die das wahrnimmt. Und dass ich die bin, die das beobachtet. Und dass ich die bin, die durch ihre Beobachtung die Dinge in ihr Leben zieht. Und wir sind uns so selten bewusst, was wir unterbewusst wahrnehmen. Das haben wir gerade auf dem Boot auch wieder so klar erkannt, dass wir als krasse Beobachter, Control-Freaks durchs Leben laufen und jeden Menschen, jede Sache, jede Tatsache versuchen zu analysieren. Analyse ist Beobachtung. Und was ich beobachte, das kreiere ich.
Und was ich an Menschen beobachte, was ich an Menschen frage, rückfrage, was ich an Menschen feststelle, das ist meine Kreation, das kreiere ich in mein Leben. Und wir haben uns so ein Verhalten angewöhnt, wo wir die ganze Zeit beobachten, was los ist. Ich meine, die Nachrichten, die ganze Zeit müssen wir wissen, was läuft. Wir müssen wissen, was wir beobachten müssen, anstatt dass wir rausgehen aus dem Außen und ins Innere gehen und sagen, was will ich denn beobachten? Wie soll es denn aussehen? Wo kann ich das beobachten, was mir gefällt? Und wenn ich die Nachrichten anschaue, dann kann ich nicht beobachten, was mir gefällt. Ich muss mir die Frage stellen, wenn ich jetzt hier schöne Sachen, liebende Sachen, unterstützende Sachen, großartige Sachen, reiche Sachen, Sachen in Fülle beobachten will, wo kann ich das tun? Und es ist am ehesten in einem Liebesfilm zum Beispiel, wenn ich schon Fernsehen schauen will. Aber wo kann ich mich reinbegeben? Wo ist diese Realität? Und diese Realität war zum Beispiel auf der Yacht. Eine Unterstützung, ein Respekt, eine Fürsorge, ein Abenteuer gleichzeitig, eine Spannung, eine Natur. All das, was ich in meinem Divine Design haben will, habe ich dort gefunden. Da gehe ich doch dorthin. Da finde ich es. Ich muss mich nicht zwingen, mein Leben so zu führen, wie die meisten Menschen das tun. Bloß, weil ich so gelernt habe. Es ist der große, große Moment des Umlernens gekommen, wenn du dein Leben verändern möchtest. Es ist der große Moment der eigenen Wahrheit gekommen, wenn du ein Beitrag sein möchtest, dass hier die Welt zu einem schönen Platz wird. Es ist der große Moment gekommen, in dem du in deine Kraft und in deine Präsenz steigst und nur noch deine Wahrheit sprichst und niemanden mehr zum Mund oder zum Gefallen oder zum Respekt oder zur Anerkennung sprichst, weil du bist respektiert und anerkannt. Du bist gut und wahrhaftig und richtig. Du darfst jetzt dein Ding machen. Und das ist auch etwas, was jetzt gerade riesengroßes Thema ist in der Bigger Game. Dein Ding, dein Bigger Game ist dein Ding. Dein Bigger Game ist nicht das Ding von jemand anders oder von der Welt oder von der Gesellschaft. Dein Bigger Game ist dein Ding, deins, ganz alleine. Und daraus kommt eben auch die logische Konsequenz, dass wenn du selbstständig sein willst, dass wenn du ein eigenes Business haben musst, dass es auf deinem Ding, auf dir, auf deinem Brand, auf dem, was du bist, was du verkörperst, in Wahrheit, bevor dir alle irgendeinen Scheiß erzählt haben, dass es darauf aufbaut. Und dann ist dein Business wahrhaftig. Und die Wahrhaftigkeit möchtest du in die Welt bringen. Und das macht dir Spaß, das macht dir Freude, das ist leicht, das ist lustig, das ist friedvoll, das ist harmonisch, das ist aufregend und das ist spannend gleichzeitig. Und so ist dein Ding und so ist auch dein Business. Und immer wieder dorthin zu gehen und zu sagen, ja, willst du es leicht haben, willst du freie Zeiteinteilung, willst du ganz viel Geld verdienen, das ist Verarschung. Ich sage dir, dein Business ist dein Ding, es ist deine Angelegenheit. Dein Business, deine Selbstständigkeit ist genau das, wofür du hier angetreten bist, was du in die Welt bringen sollst. Aber es nützt dir nichts, solange du in einem Bewusstseinszustand rumdümpelst, wo du glaubst, du müsst irgendwelche Anforderungen im Außen noch erfüllen, dass du endlich starten kannst. Du musst starten. Du musst loslegen. Du musst anfangen, dein Ding kennenzulernen und dein Ding vorzuleben, auszuleben, dein Ding zu demonstrieren, dein Ding zu zeigen. Und das ist die Divine Design Business und Leadership Academy. Weil es gibt kein Business ohne Leadership. Es gibt kein Business ohne Leadership. Wenn du nicht in dein Leadership eintreten kannst, wenn du nicht vorausgehen kannst, wenn du immer noch wartest, bis du Erlaubnis bekommst von jemandem, bist du keine Führungspersönlichkeit, dann führst du nicht an, dann zeigst du den Weg nicht, dann gehst du nicht voran. Und das ist auch eine große, große Qualität von Leadership, dass ich nicht warten muss, bis jemand sagt, toll gemacht, dass ich nicht warten muss, das ist gut, sondern dass ich weiß, das will ich, dass ich weiß, ich will es so haben, dass ich weiß, ich will das in die Welt bringen, dass ich auch bereit bin, alleine voranzugehen, dass ich mich verlassen kann, dass die Menschen, die ich rein kreiere, dass die
bei mir sind und mich unterstützen, mir folgen wollen, weil ich vorangehe. Und das musst du auch tun. Und wenn du da noch Einschränkungen hast, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dass du in dem, was du bist und die Frau, die du bist, dass die jeden Moment genau gut und richtig ist, dann solltest du entweder von der Selbstständigkeit absehen und es nicht weiterverfolgen, diesen Traum, selbstständig arbeiten zu wollen, oder du solltest es lernen. Oder du solltest es lernen, dass du wahrhaftig bist, dass du richtig bist, dass die Welt nur auf dich wartet. Das solltest du dann lernen. Und wenn du das halt nicht lernen magst, dann sind hier zwei Anforderungen für dich, wo es schwierig wird. Und ich weiß, dass es jeder lernen kann. Ich weiß, dass es in jedem angelegt ist. Ich weiß, dass wir alle da sind, um die Menschheit in ihr Divine Design zu führen. Und deswegen kann ich dir nur sagen, melde dich heute noch an für diese 8.500 Euro, weil ab morgen sind es dann 9.500 Euro. Und es ist immer noch geschenkt, weil was ich dir da gebe, ist die Transformation deines ganzen Lebens, die Heilung von all deinen Bullshit-Geschichten, von all deinen körperlichen Symptomen, die Heilung von deiner Traurigkeit, die Heilung von deinen Ängsten, weil ohne das zu heilen, kannst du kein Business haben. Du musst heil und ganz dastehen, um voranzugehen, um deine Wahrhaftigkeit zu präsentieren und dir erlauben, dass du die hier bist, die da göttlich entlohnt und belohnt wird für ihren Mut und für ihr Sein. Da kannst du von dem alten Scheiß nichts mitnehmen. Und deswegen ist es ein komplettes Transformationsprogramm in einen Seinszustand, der dich nachher als erfolgreiche Businessfrau über diesen Planeten gehen lässt. Und nicht um Business, um reich zu sein, sondern um Business, um reich an Geld zu sein, sondern um Business, um ein reichhaltiges Leben zu führen, ein Divine Design Leben, wo alles da drin ist, was du dir schon ewig gewünscht hast. Darum geht's. Und das ist das andere an diesem Businessprogramm. Dass es um dich geht, um dich als Person und als Persönlichkeit, damit du hinterher dastehen kannst und genau das predigen, das lehren, das teachen kannst. Weil nur so kannst du erfolgreich sein, indem du die Menschen in ihrer Wahrhaftigkeit unterstützt. Dann hast du, egal was du verkaufst, was du im Portfolio hast, welche Probleme du löst, welche Transformation du anbietest mit deinem Business, dann hast du die Leute, die dir folgen. Und wenn du jetzt sagst, ich will nicht, dass mir jemand folgt, dann ist da auch wieder irgendeine Bullshit-Geschichte dahinter, weil man muss dir folgen können, damit man weiß, was gemeint ist. Und dann geht man seinen eigenen Weg. Aber zuerst folge ich der wahrhaftigen Information. Dem folge ich. Ich folge keiner Person. Ich folge der wahrhaftigen Information. Das ist ein Unterschied. Und das ist wichtig, dass du das begreifst, dass du diese wahrhaftige Verkörperung sein musst von der Wahrheit, bedingungslos, ohne Einschränkung. Dass du niemandem mehr einen Scheiß erzählst, ja, das musst du haben, um zu, ohne das kannst du nicht. Nein, du musst es sein. Du musst es einfach nur sein. Und der Weg, wie du zu deinem Seinszustand, zu deinem göttlichen Seinszustand, zu deinem Divine Design Seinszustand kommst, das ist dein eigener individueller Weg. Und ich eröffne ihn dir und du gehst ihn, weil es für dich eh schon angelegt ist. Weil ich dich nur raushole aus deinem Human Design, aus deinen Beschränkungen, aus deinen Überzeugungen. Ich ziehe sie dir wie faule Zähne. Deine Holzwege, auf denen du warst. Wir haben auf dem Schiff Holzwege entdeckt, die so einschränkend waren, die das ganze Leben überschattet haben. Ein Holzweg, eine Überzeugung, eine falsch gelebte, umgesetzte, gedachte Überzeugung, die alles eingeschränkt und verhindert hat, was die Lady sich jemals nur gewünscht hat. Den Zahn zu ziehen, war nicht leicht. Weil hat sich ja so gut angefühlt. Und ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über diesen Holzweg, wir nannten ihn den Herzholzweg, den ganz viele Menschen begehen, diesen Herzholzweg, der alles einschränkt
Und dabei rede ich mir ein, dass er mir alles eröffnet. Aber nein, der Herzholzweg schränkt ein. Also in diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Sonntag. Wenn du mehr noch wissen möchtest zum Businessprogramm, schreib mir. Solange du bis heute bekundet hast, dass du dabei sein möchtest, bekommst du diesen 8.500 Euro Preis. Wenn du dabei sein möchtest und es ernst meinst, wenn du mir dann schreibst und wir schauen, wie du das dir möglich machen kannst, dann hast du bis heute 18 Uhr noch diesen Preis, 8.500. Und 9.500 ist auch okay, du kannst warten. Wir starten in etwa 10 Tagen, würde ich sagen, weil ich möchte den Bigger Game noch zu Ende bringen, um dann neu zu starten. Und wir starten. Bist du dabei oder nicht? Das ist deine Frage. Es ist von mir ein unglaubliches Geschenk, weil du bekommst alles, was du brauchst, damit du innerhalb von 4 Monaten deine Türen öffnen kannst. Und wenn du deine Türen schon geöffnet hast und niemand ist reingekommen, wenn du deine Angebote schon präsentiert hast und niemand kauft sie, auch dann ist es an der Zeit, dort anzufangen, wo du wirklich anfangen musst, um hinterher einen erfolgreichen Laden zu öffnen. Und das ist einfach bei deinem Seinszustand. Das nützt nichts. Du kannst deinen Laden umdekorieren und öffnen und sogar beschallen und bewerben, wenn es kein schöner Laden ist, in den jeder reingehen will, sondern lieber vorbeigeht, dann wird es halt so bleiben. Also, happy day, bis dann!